In den letzten Trainingsvideos hast du schon jede Menge Klammern aufgelöst. Und in dieser Aufgabe kannst du nochmal für dich selbst kontrollieren, ob du auch mit so längeren Aufgaben umgehen kannst. Die Aufgaben sind eine ziemliche Zumutung, das sehe ich ein, aber dafür sind es auch nur 2 Stück. Also sieh es einfach als Konzentrationsübung, so als meditatives vor sich hinrechnen, ist ja auch ganz entspannend. Also drück Pause, mach diese Aufgaben, löse die Klammern auf und fasse zusammen. Und wenn du am Ende deine Lösung vergleichen möchtest, dann schau dir das Video an. So, ich fange jetzt hier mal an. Ich schaffe das leider nicht, eine ausgefeilte Farbkodierung hinzubekommen. So viele Farben habe ich nicht. Aber ich schätze mal, nach den vielen Videos vorher hast du genug Training und weißt, wie das funktioniert. Die wichtigste Regel bei diesen Aufgaben ist Punkt vor Strichrechnung. Also wir müssen erst die Multiplikation hier machen und dann dürfen wir erst Plus oder Minus rechnen. Deshalb löse ich jetzt mal die ersten beiden Klammern auf. 4x mal 6x ist 24x hoch 2 und 4x mal 5y ist 20xy. Dann minus 3y mal 6x ist minus 18xy und minus 3 mal 5y ist minus 15y hoch 2. Als nächstes kommen die nächsten beiden Klammern. 3x mal 7x ist 21x hoch 2 und 3x mal minus 2y ist minus 6xy. 4y mal 7x ist 28xy oder yx ist egal und 4y mal minus 2y ist minus 8y hoch 2. Jetzt muss ich das hier unten mal ein bisschen kleiner machen. So, dann kriege ich wenigstens diesen roten Block noch in eine Zeile. Nächste Klammern. 5x mal 2x ist 10x hoch 2 und 5x mal minus 5y ist minus 25xy. Dann fehlt noch minus 2y mal 2x ist minus 4xy und minus 2y mal minus 5y minus mal minus ist plus, also plus 10y². So, jetzt müssen wir zusammenfassen. Es gibt 3 unterschiedliche Arten von Termen. Einmal dieser x hoch 2 Term, dann der xy-Term und der y hoch 2 Term. Ich fange mal an mit den x hoch 2 Termen. 24x hoch 2, dann plus 3x hoch 2 sind 27x hoch 2 und plus 10x hoch 2 sind 37x hoch 2. 37x hoch 2, kann das auch mal grün unterstreichen. Dann kommen die xy-Terme. 20xy minus 18xy ist 2xy, dann minus 6 minus 4, plus 28 ist plus 24, minus 25 ist minus 1, minus 4 ist minus 5. Also minus 5 minus 5xy. So, dann noch die y hoch 2 Terme. Minus 15y hoch 2, minus 8y hoch 2 ist minus 23y hoch 2, plus 10 ist minus 13y hoch 2. Minus 13y hoch 2. Und damit ist diese Aufgabe schon mal gelöst. Bei der zweiten Aufgabe muss man eine kleine Besonderheit beachten, nämlich hier steht ein Minus. Wie man damit umgeht, das zeige ich dann gleich. Ich fange erstmal an mit den beiden ersten Klammern. 2a mal 10a ist 20a hoch 2 und 2a mal 6b ist 12ab. Dann minus 9b mal 10a ist minus 90ab und minus 9 mal 6b ist minus 54b hoch 2. So, jetzt steht hier dieses Minuszeichen. Und du erinnerst dich, was passiert, wenn ein Minuszeichen vor der Klammer steht. Wenn wir jetzt diese 2 Klammern auflösen, dann müssen wir das trotzdem nochmal in eine Klammer schreiben. Und diese Klammer wird dann im nächsten Schritt aufgelöst. Also das Minuszeichen bezieht sich auf dieses ganze Ding hier. Und nicht nur auf die 12a², die dann entstehen würde. Ich hoffe, das ergibt Sinn für dich. Also ich schreibe jetzt Minus, Klammer auf. Und multipliziere aus.
12a mal a ist 12a hoch 2, 12a mal b ist 12ab. Minus 8b mal a ist minus 8ba oder minus 8ab und minus 8b mal b ist minus 8b hoch 2. Die letzten zwei Klammern, 3a mal 7a ist 21a hoch 2 und 3a mal minus 8b ist minus 24ab. Minus 4b mal 7a ist minus 28ab und minus 4b mal minus 8b minus mal minus ist plus, also plus 32b hoch 2. Jetzt muss noch diese Klammer hier aufgelöst werden und ich will das jetzt nicht alles nochmal abschreiben, ich korrigiere das einfach da rein. Also es steht ein Minus vor der Klammer, das heißt, ich kann die Klammer weglassen, muss aber in der Klammer die Vorzeichen umkehren. Also ich mache das mal. Die Klammer kommt weg. So, was bleibt dann in der Klammer? Minus 12a Quadrat, aus diesem Plus wird ein Minus. Minus, aus dem nächsten Minus wird ein Plus. Und aus dem nächsten Minus wird auch ein Plus. So. Jetzt wird noch zusammengefasst. 20a Quadrat minus 12a Quadrat ist 8a Quadrat plus 21a Quadrat ist 29a Quadrat. Ist gleich 29a Quadrat. So, die AB-Terme. Ich versuche das hier mal ein bisschen geschickt. 12AB und minus 12AB ist 0. Dann minus 90AB plus 8AB ist minus 82AB. Minus 24AB ist minus 106AB. Und minus 28ab ist 134ab. Also minus 134ab. B Quadrat. Minus 54b Quadrat plus 8b Quadrat ist minus 46b Quadrat. Und plus 32b Quadrat ist minus 14b Quadrat. Also minus 14b Quadrat. Und das ist die Lösung. Damit sind wir fertig.